Ein turbulenter Einsatz wartet jetzt auf André Matthäus und seinen Kollegen Arne Schneider. Es geht um eine ausgesperrte Babysitterin und ein fünfjähriges Kind in Not. So. Hallo. Oh, Gott sei Dank, ich habe mich ausgesperrt. Hallo. Und ich habe Sie jetzt mal gerufen, weil ich habe auch noch einen Topf auf dem Herdchen, da ist noch ein kleines Kind drin. Ja, wie alt ist das Kind? Fünf Jahre, das ist ganz alleiner drin. Ja, Sie sind die... Tina Krüger, ich bin die Babysitterin, so. Ich passe immer auf den Sohn auf. Sie haben auch angerufen uns, ne? Genau, ich habe Sie angerufen, weil ich habe mich ausgesperrt und ich habe auch noch einen Topf auf dem Herd stehen und ich weiß nicht, wenn da jetzt irgendwas passiert, der ist alleine drin. Ist der relativ pfiffig, der Kleine? Eigentlich dass man das da halt die Tür aufmachen kann, wenn wir rufen? Weiß ich jetzt nicht, also ich habe schon geklingelt, aber er hat es gar nicht gehört. Ja, okay, deswegen, ein Schlüssel ist hier nirgendwo versteckt, irgendwo unterm Stein oder wie die Verstecke immer so sind. Die Eltern sind auch nicht da. Nee, die ist auch alleinerziehend, die hat einen wichtigen Termin bekommen. Angerufen haben sie aber schon mal, oder? Nee, noch gar nicht, weil ich wollte das jetzt erstmal vermeiden, erstmal sie rufen. Ja gut, aber wir müssen natürlich schon was melden, ne? Ja. Also wir können ja mal gucken, wo ist die Wohnung genau? Nur hier unten? Hier im Erdgeschoss. Dann guck ich mal, ob man hier irgendwo rein kann. Ja, ich habe auch schon. Du kannst ja hier schon mal gucken. Jetzt bei der Landshut, ja? Genau, ich habe auch schon geklingelt, aber macht keiner auf, aber... Einmal haben sie mit fünf... Ja, er macht dann ja, auch keinen Lied. Der Rauchmelder geht auf. Ist jetzt gerade der Rauchmelder angegangen. Das ist in Ihrer Wohnung, oder was? Ja. Okay. Zum großen Erstaunen der Babysitterin ist die Terrassentür der Wohnung geöffnet. Im Inneren bekämpfen die Beamten erst einmal die Ursache des Rauchmelderalarms. Genau. Wo ist der Rauchmelder hier? Nach Rauch, hier oben. Becky? Ah, das war eher was für dich, ja? Okay. Ich guck mal hier, ob der hier irgendwo ist. Ricky? Becky? Hast du dich irgendwo Ricky? Der ist weg, deswegen macht er die Tür nirgends. Auf. Aber der hat nicht hinten die Tür aufgemacht. Ich hab die nicht aufgemacht, da bin ich ganz sicher. Natürlich auch, wie Sie. Aber Sie waren, die Tür war zu, als Sie die draußen... War zu, ich hab die... Okay. Ich bin ja draußen im Garten, vielleicht ist er selber rausgegangen, wenn jetzt der Teddy ist draußen. Wo standen Sie denn? Sie standen die ganze Zeit da vorne, dass der da lang ist. Gibt's hier noch einen anderen Weg aus dem Garten raus oder nur den vorne? Eigentlich nur vorne, deswegen... Okay, das hätten Sie ja vielleicht dann sehen können, ein bisschen, oder? Ricky? Sieht zumindest nicht so aus, als wäre er hier, ne? Ricky? So, jetzt haben wir natürlich ein Problem, es ist ja weg. Ich rufe die Mutter mal besser an. Das wäre nicht schlecht, solange mein Personalausweis immer hierher kommt. Ja, ich muss mal gucken in meiner Tasche. Ja. Und bevor Sie anrufen, vielleicht mal. Moment, guck mal. Na, holen Sie ihn mal raus. Nee, ist auch weg. Ich hab das ganz sicher dabei. Ihr Portemonnaie ist weg. Nee. Ja, das ist weg, das ist nicht mehr in der Tasche. Das war aber keiner mehr in der Wohnung, nur Sie, oder? Während die Babysitterin die Mutter informiert, wollen Arne Schneider und André Matthäus so schnell wie möglich eine Nahbereichsfahndung einleiten. Haben Sie ein Foto von dem Jungen, dass wir vielleicht eine Beschreibung rausgeben können, auch was der heute anhatte vielleicht? Ich muss mal gerade gucken. Ich lerne es hier drauf ab. Ah, hier. Ja, das ist Ricky. Das ist von heute, nee. Zeigen Sie mal. Ja, das war auch schon mal Tagen, wird das mal aufgenommen. Was hatten der an heute? Der hat so ein weißes T-Shirt drauf. Ja. Weißes T-Shirt mit Delfinen. Ja. So kurz nach dem Verschwinden eines Kindes ist schnelles Handeln wichtig. In der Zwischenzeit trifft die Mutter des Fünfjährigen ein, die gerade einen Friseurtermin hatte. Sie sind die. Ich bin Anita Hartzut. Okay, kommen Sie mal rein, Sie sind die Mutter, ja, von dem Ricky, okay. Das trifft sich ganz gut. Also. Was ist passiert? Warum er ist weg. Also ich wollte den Müll wegbringen und dann. Auf einmal war er weg, der Rauchmelder ging, weil ich hier noch gekocht hatte. Also ich kann dir das mal kurz erklären. Wir wollen, du solltest nur auf meinen Sohn aufpassen. Ja, du weißt, sonst passiert sowas also. Ja nicht. Das ist, Mensch, das ist ja das erste Mal. Also, das tut mir echt leid. Wenn Sie mir mal kurz zuhören würden, ja. Also wir wurden gerufen, weil der Junge weg ist. Ja, sie hat sich ausgeschlossen, haben wir festgestellt, dass der Junge hier weg ist. Die Tür war auf. Die Frage ist jetzt, wo kann der denn hingehen? So ganz alleine, weil er ist hier in der Wohnung nicht so zu finden, im Garten nicht zu finden. Hat er irgendwie einen Anlaufpunkt, wo wir mal schauen können? Nein, mir fällt nichts ein, weil die Situation ist auch noch nie passiert. Haben Sie Personalausweis? Ich mache mal einen anderen Ansatz, ja, wenn ich darf. Was ist denn mit dem Vater des Kindes? Ich bin alleinerziehend. Ja, hat er trotzdem einen Vater? Ja, er hat einen, aber was ist mit dem? Nicht so den Kontakt. Also aber der weiß nicht. Nee, ich will jetzt nicht wissen, ob der Kontakt hat. Ich will jetzt wissen, ob er eventuell hier das Kind irgendwie. Nee, das kann ich mir nicht entführen könnte oder wegen Sorgerechts. Sowas könnte ich mir jetzt nicht vorstellen. Also, 1530 hört? Das ist auch unvorstellbar. Also ich wüsste nicht, was ich hier
sagt ein 5-jähriger, 6-jähriger Junge, auf dessen die Beschreibung passt, der Junge, den ihr sucht, der hätte Diebstahl begangen in ihrem Kiosk. Vielleicht schaut ihr mal da vorbei. Oh. Ja, machen wir sofort. Wird er von der Kioskbesitzerin festgehalten? Nein, ja, Person ja nicht mehr vor Ort. Gut, dann fahren wir da mal hin. Kommen Sie mal mit? Ich würde sagen, Sie kommen mal mit, ja. Sie würde ich da bitten, so lange hier zu bleiben, klar Schiff zu machen, die Türen vielleicht zuzumachen, nicht, dass noch mal ein Diebstahl ist. Würde ich sagen, gehen wir vorne raus. Ja, wir kommen noch mal wieder wegen dem Diebstahl, ne, von Ihrem... Ja, das muss ich auch klären, wo das genau. Jetzt abgeblieben ist. Genau, gucken Sie vielleicht noch mal, ob das vielleicht hier liegt. Vielleicht hat der Kleine ja damit gespielt. Also glücklicherweise hat uns dann Arnold informiert, dass im Nahbereich bei einem Kiosk ein Kind, auf dem die Personenbeschreibung passt, vor allen Dingen auf dem die Beschreibung dieses T-Shirts passt, beim Diebstahl erwischt worden ist, beim Ladendiebstahl. Klar, dass wir dann da sofort hinfahren. Wir haben extra die Mutter deswegen auch eingeladen, damit sie ihr Kind, wenn es das Kind ist, in Empfang nehmen kann und alles wieder gut wird. Als die Beamten mit der Mutter den Kiosk erreichen, hat sich dort die Situation allerdings dramatisch zugespitzt. Die Betreiberin ist verletzt und das Kind ist verschwunden. Oh, was ist denn hier passiert? Hallo, Polizei. Hallo. Hallo. Gucken wir sofort. Bleiben Sie mal kurz hier stehen, ja? Bleiben Sie kurz mal hier. Was? Ich lag hier auf dem Boden, ich wollte mir Zigaretten holen. Ja. Und da lag die Dame schon da. Aber Sie haben nicht gesehen, was passiert ist? Ich habe nicht gesehen, was passiert ist. Okay. Sie ist ansprechbar. Wissen Sie, wie sie heißt? Nee, ich kenne sie nur. Brauchen Sie Krankenwagen? Hallo, brauchen Sie einen Arzt? Ich habe Lust. Mein Rücken. Wo ist mein Sohn? Tut Ihnen weh? Wollen Sie sich aufsetzen oder wollen Sie liegen bleiben? Kümmern wir uns gleich drum. Wollen Sie sich aufsetzen? Können Sie mich mal hoch? Ja, ich helfe mich mal hoch, ja. Oh, langsam. Ja. Oh, Mann. Soll ich lieber mein RTW holen? Sollen wir einen Arzt rufen oder geht das? Oh, nee, ist schon gut. So ist gut. Sicher? Ja, Was ist denn passiert? Ich bin hier irgendwie ausgerutscht. Sind ausgerutscht? Ja, also. Die Kasse ist zu, Arne. Zu, also kein Überfall. Jetzt wird mir. Hier drauf sind Sie ausgerutscht. Oder liegt das immer hier? Nee. Nicht? Das ist nicht von hier. Okay, ist ein Auto. Das ist. Auto? Ja. Das ist von Ihrem Sohn? Ja, das ist von Ricky, das ist von meinem Sohn. Okay. Das bedeutet zumindest, dass der 5-Jährige hier gewesen sein muss. Vorher hat das Kindergartenkind laut Kioskbetreiberin allerdings noch eine Straftat begangen. Sie ist aus dem Auto ausgerutscht. Süßigkeiten eingesteckt. Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Doch. Also, dann hat sie uns angerufen wegen dem Ladendiebstahl. Ja, der genau. Hat hier sich was eingesteckt. Und wo ist der hingegangen? Ich habe ihm gesagt, das tut man aber nicht, hier, sich jetzt hier so ohne zu bezahlen was nehmen. Und dann, als ich ihn darauf angesprochen habe und fragte, wie er heißt, da wollte er mir seinen Namen auch nicht sagen. Und da habe ich die Polizei, da habe ich sie gerufen. Und dann sind sie rumgelaufen aus dem Wagen ausgerutscht. Und wo ist der Junge hingegangen? Der ist in die Richtung. In die Richtung? Ja, und ich dachte jetzt eben... Gibt es hier noch einen Ausgang? Eigentlich gibt es ja nur hier den einen Eingang. Nein, ne? Das ist der einzige Ausgang hier. Okay. Was hat er sich alles eingesteckt? Was hat er geklaut? Ricky? Das habe ich jetzt nicht genau gesehen. Ich habe nur gesehen... Dann guck mal, Arne, wollen wir mal gucken hier? Gucken wir mal. Mittlerweile ist auch die Babysitterin eingetroffen. Von dem Jungen fehlt allerdings weiterhin jede Spur. Eine verschlossene Tür erregt die Aufmerksamkeit der Beamten. Ricky, bist du da drin? Ricky? Vielleicht können Sie mal mit ihm sprechen. Ricky, hier ist Mama. Ricky, bitte mach auf. Ricky, bist du da drin? Ricky, deine Mama ist hier und die Polizei. Wir würden mal gerne mit dir sprechen. Ricky, bitte mach auf. Bist du drin, Ricky? Hallo? Ricky? Hey, komm mal raus. Was machst du denn hier? Ist das hier so? Sohn? Ja, das ist er. Mit dem T-Shirt. Was hast du da gemacht? Na? Was machst du hier denn? Was machst du hier? Schokolade essen. Wie siehst du denn aus? Du weißt doch, du sollst keine Schokolade essen. Zucker ist nicht gesund. Was hast du? Hey, du bist ja Ricky. Hast du die ganze Schokolade aufgegessen? Das hast du alles gegessen. Der Junge hat sich allerdings nicht nur am Süßigkeitenregal bedient, sondern offenbar auch an der Handtasche seiner Babysitterin. Polizeioberkommissar André Matthäus hakt nach. Ricky, was ist denn los? Was ist denn passiert? Erzähl mal. Was ist denn zu Hause passiert? Ich will immer Schokolade. Mama sagt immer, du darfst keine Schokolade essen, sagt die? Ich soll immer Brokkoli essen. Ah, Mama. Heute ist Schokolade. Und was hast du gemacht zu Hause?
Erzähl, ist nicht schlimm. Kannst du einfach nur erzählen. Ich hab dann in die Hänge gegangen. Du hast was gemacht? Bist du hingegangen? Und hast dir Schokolade genommen. Du wolltest sie dann mit dem Geld da drin bezahlen. Also. Wie bist du denn zu Hause weggegangen? Bist du einfach allein gegangen? Ganz alleine? Echt? Weil du schon so groß bist? Und weil du Delfine hast und Wale auf dem T-Shirt? Und das Portemonnaie, von wem hast du das? Hast du dir das rausgenommen, damit du dir Schokolade kaufen kannst? Aber es war kein anderer bei dir. Keiner, der dich irgendwie mitgenommen hat oder so. Also ganz alleine bist du gelaufen, ja? Okay, ist ja nicht schlimm. Jetzt hast du einen vollen Bauch, jetzt hast du bestimmt Bauchschmerzen morgen. Mit der ganzen Schokolade. Dann grinst du. Naja, das ist alles gut. So, alles gut. Das ist nicht richtig gewesen. Ich habe dir gesagt, du darfst nicht so viel Schokolade essen. Ja, schimpfen Sie nicht so. Ja, aber das ist. Erstmal ist er jetzt hier, können Sie erstmal richtig glücklich sein. Und dann noch zu klauen, das ist echt nicht. Also, Ricky, das ist echt. Gebe ich Ihnen recht, ist aber schon mal gut, dass nicht weiter was passiert ist. Kommen Sie mal zur Seite. Gucken Sie mal. Wenn Sie Ihrem Kind immer verbieten, Schokolade zu essen. Ja, aber gucken Sie mich doch an. Ja, aber er sieht dann nun wirklich nicht dick aus. So, mal hin und wieder als Belohnung vielleicht ein kleines Stück Schokolade, wenn er sich so wünscht. Ja? Ja, und dann. Das ist vielleicht gar nicht. Er muss ja nicht 10 Kilo Schokolade am Tag essen. Aus Angst, dass ihr Sohn ebenfalls übergewichtig werden könnte, wacht die Mutter streng über seine Ernährung. Da niemand Anzeige erstattet, ist der Fall für die Beamten erledigt. Sie regeln das dann untereinander? Nehme ich mal an. Was machen wir jetzt? Alles gut? Das tut mir sehr leid. Ich denke, bei Ihnen brauchen wir auch keine Anzeige aufnehmen, ne? Hat eh keinen Taug. Gut, dann. Und er ging jetzt gut, Sie brauchen keinen Krankenwagen. Es ist alles wieder gut. Okay. Und ja? Auch mit ihm.